Zweites Gruppenspiel der Spielvereinigung Erkenschwick beim Mitternachtscup 2014. Der Gegner diesmal der SV Dorsten Hart. Und sofort nach ein paar Sekunden die erste Torschance für die Spielvereinigung durch Dennis Battmann. Sein Ball wird aber abgefälscht. Und dann kam auch der SV Dorsten Hart zu seiner ersten Torschance, aber Tim Oberwarenburg auf dem Posten und wieder mal mit einer glänzenden Parade. Dann wieder die Erkenschwicker. Tim Forsmann auf Janosch Blum und das hat er auch schon mal besser gemacht. Das war ja nicht mal ein Schuss. Kevin Kokot. Blum. Na ja, und dann ist die Aktion auch vorbei. Das ist Stefan Nachtigall auf Oerterer. Der versucht es mit der Hacke, trifft das Tor allerdings leider nicht. Und dann ein langer Ball nach vorne auf die rechte Seite und wieder ist Tim Oberwarenbrock zur Stelle. Der Junge spielt bisher echt ein überragendes Turnier. Und dann Oberwarenbrock am Ball. Er hat wieder Zeit. Und legt sich das Ding noch ein bisschen weiter vor. Wenn keiner angreift, schießt er halt mal drauf. Was ein Schuss. Also, neben zahlreichen Glanzparaden auch eine klasse Schusstechnik. Davide Basile hier nach einem Freistoß von Oerterer. Dann wieder Oerterer, der sieht, der Torwart kommt raus, spielt mit der Bande. Allerdings ist der Ball nicht im Tor. Es spielte bisher nur noch Erkenschwick, Tim Forsmann, der Keeper dazwischen und dann Battmann, freies Tor. Den kann man auch schon mal machen. Dann der Einroller, der Ball kommt zu Tim Forsmann, ab der Mittellinie, was ein Ding. Tim Forsmann auf den Spuren von Davide Basile im letzten Jahr. Wahnsinnstor, Traumtor. Beim Spielstand 1-0 spielte sich doch wesentlich besser für die Spielvereinigung Nachtigall. Und der Torwart, der Dorstener, rettet vorm erneuten Einschlag. Es gibt eine Ecke. Nachtigall führt aus. Und Basile. Dani. Dann die Dorstener. Das sind die letzten Sekunden der Partie. Hier nochmal die Chance auf den Ausgleich. Wir lassen jetzt mal die letzten paar Sekunden hier so durchlaufen. Tim Oberwarenburg holt den Ball, schlägt ihn dann weiter weg. Seinem Gegenüber genau in die Hände. Dann kriegt Oberwarenburg den Ball wieder, spielt ihn nach links außen. Der Ballverlust, die Ballwiedergewinnung, wieder Oberwarenburg. Der spielt ihn hoch hinaus. Der Dorstener Keeper kriegt den Ball wieder. Rollt ihn weg, dann der Ballverlust. Jetzt Oerterer, da spielt ihn in die Mitte. Nachtigall 2-0, kurz vor Schluss. Dann war nämlich auch Schluss. Es passierte nichts mehr. Der doppelte Stefan, Stefan auf Stefan und 2-0 für die Spielvereinigung gleichzeitig. Der Endstand. Das andere Spiel in der Gruppe Herthener Stadtwerke gewann der TSV Malhöls mit 4-0 gegen die DJK Spielvereinigung Herten. In der Gruppe Revue Palast Ruhr siegte Westfalia Herne gegen die Sportfreunde Stuckenbusch mit 1-0 und der SC Hassel gewann gegen Vestia Disteln mit 3-0. In der Gruppe Teamsport Philipp setzte sich der VfB Hüls gegen den DSC Wanne-Eickel 1-0 durch und der SV Schermbeck schlug Westfalia Langenbochum mit 3-1. Das war's vom zweiten Gruppenspieltag. Die anderen Gruppenspiele und weiteren Spiele unserer Spielvereinigung gibt's auch hier auf YouTube.